Oh je. 37 Grad haben wir heute da. Meine Fresse. Rekordhitze? Egal. Den Timrex ist sehr gern warm ums Herz. Sie sind eine der ersten Familien beim Clubfix-Treffen. 3 Tage Camping auf einem grauen Parkplatz direkt an der Hauptstraße in Olbernhau. Denn dieser öde Fleck Land wird von den Clubfix-Fans verehrt. Es ist der Ort, wo ihre DDR-Zeltanhänger einst im VEB-Fahrzeugwerk zusammengeschraubt wurden. Möchten Sie so Ihren Urlaub erleben oder so? Alles ist in wenigen Minuten auf- bzw. abgebaut und zu diesem kleinen PKW-Anhänger zusammengeschrumpft. Nach einer Viertelstunde steht das Zelt. So, na denn, kommt mal rein. Willkommen in der Komfortzone. Direkt im Schlafbereich angekommen. Hier kann man sich also wunderbar erholen und ausruhen über Nacht. Genügend Platz zum Schlafen haben wir auch. Zu DDR-Zeiten waren die Zelte auch ein Stück Freiheit in engen Grenzen. Doch heute geht's um Technik. Nostalgie ist Nebensache. Wie das früher jetzt so war, dafür bin ich damals einfach zu spät geboren. Aber ich denke, das hat sich bis heute nicht geändert. Und diese frei, wie sie es ausdrücken, so ist es immer noch. Zur gleichen Zeit in Mecklenburg. Das ist aber zickig hier. Auch Daniel Remus ist im Clubfix-Fieber. Hier klemmt ein störrisches Radlager. Aber gleich will er nach Olbernhau. Der Versicherungsfachmann sammelt und saniert die DDR-Anhänger. Von seiner neuen Errungenschaft Typ CT5.3 Normal gibt es nur noch 50 Stück. Das ist die Heckwand und die Bugwand. Und das ist die Besonderheit, weil beide gleich sind. Das heißt, das Teil ist quasi untereinander austauschbar mit gewissen Modifikationen. Und das hat nur der gehabt. Diese Faszination bleibt dem Laien ein Rätsel. Daniel Remus aber hat schon 7 Klappfixe restauriert. Fast fahrfertig. Und jedes Mal ist es ein großes Puzzlespiel aus alten Teilen. So viel DDR auf 5 Quadratmetern, ja? Ja, es sind ein paar mehr, aber es ist auch ganz schön viel. Ja, es ist aber letzten Endes alles DDR-Zeug. Und warum? Das hat eine gewisse Eigendynamik bekommen. Da habe ich nicht nachgesucht, das hat mich gefunden. Jetzt noch schnell zum Lackierer. Der Rahmen für seinen CT5.3 Normal ist fertig. Und auch die Verkleidung soll ein frisches DDR-Grau bekommen. Und hier nochmal ganz normal schleifen, ne? Das ganz normal schleifen. Genau. Und hier wird nachher neues Schnitt auflackiert und dann passt es wieder. Kfz-Meister Andreas Zingler war sogar Vertragshändler für Klappfixe. Zu verkaufen hatte er aber nichts. Nur zu reparieren. Denn lediglich 200 Stück blieben pro Jahr in der Republik. 90% wurden vor allem als Alpenkreuzer exportiert. Would you like to spend your holiday here? Or here? Nur durch Zufall kam Andreas Zingler zu einem eigenen Clubfix. Der sollte eigentlich nach Kuba exportiert werden. So, und dann haben sie den nach Rostock gefahren, auf Achse natürlich. Und als er dann im Hafen war, haben sie festgestellt, dass das Schiff schon weg war. Und Andreas Zingler konnte den Exportschlager behalten. Letzte Handgriffe vor der 7-stündigen Tour ins Erzgebirge. Erwählt wurde das Flaggschiff der Remus Clubfix-Flotte. Und die ganze Familie muss mit. Einen kriegen wir, glaube ich, noch rein. Wollten Sie sich keinen Mann mit einem vernünftigen Hobby suchen? Ich habe das nicht ahnen können, dass es so lange so weit ausufert. Das war mir damals nicht bewusst. Hätten Sie sonst anders entschieden? Nein, natürlich nicht. Und dann geht's los. 1000 Kilometer für ein Wochenende. Familie Remus tuckert mit 2 befreundeten Campern in Kolonne. Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. In Olbernhau rückt man derweil zusammen. Inzwischen sind hier über 20 Zeltanhänger eingetroffen und haben es dorthin geschafft, wo sie einmal zusammengeschraubt wurden. Die Rostocker kommen als Letzte an. Okay, gute Nacht, Kuss. Du hast mich noch nicht geknutscht. Hi. Sparvariante. Nachtkuss Nummer 1. Ein paar Bier später kommt am Lagerfeuer doch noch sowas wie Nostalgie auf. Erinnerungen an den Russischunterricht. Der nächste Morgen, schon wieder 30 Grad.
Aber es naht der Höhepunkt der Klappfix-Tour. Ronny Franke hat einen Werksbesuch im ehemaligen VEB-Fahrzeugwerk organisiert. Das soll so eine Art Wertschätzung von der Qualität damals sein. Weil die Menschen können das ja hier nicht mehr so direkt erleben, durch die Arbeitslosigkeit, in die sie geschickt wurden. Kam ja erstmal, denke ich, so ein seelisches Tief. Alle wussten, dachten vielleicht, sie sind nichts wert, haben was falsch gemacht oder so. Von daher einfach wirklich bloß eine Rückmeldung, dass es wirklich nicht so schlecht war. Ronny Franke bläst zum Abmarsch. Nochmal. Guten Morgen, guten Morgen. Im Kollektiv geht es zum Werksgelände, wo inzwischen Metallteile gelasert werden. Doch heute kommt noch einmal die alte Klappfix-Belegschaft zusammen, die längst in Rente ist. Das war schon eine sehr schöne Zeit. Leider ist es dann mal zu Ende gegangen. Dafür gibt es die Klappfix ja noch. Die gibt es noch und da freuen wir uns, wenn wir ihn sehen. Ja. Gemeinsam zelebriert man hier noch einmal den Mythos Klappfix mit alten Werbefilmen. Viele tausend Wohnzeltanhänger haben bisher das Werk verlassen. Sie laufen zur größten Zufriedenheit der Kunden in vielen Ländern der Erde. Auch 20 Jahre nach der Werksschließung sind hier nicht alle Wunden verheilt. Der letzte Direktor ringt um Worte. Der Konkurs war für uns alle harter Schlag. Wir spüren das heute noch. So fühlen viele hier. Denn von der Klappfix-Produktion lebte lange eine ganze Region. Am Abend zelebrieren die Camper noch einmal ihre Originale und das Zubehör. Daniel Remus aus Rostock nutzt die Gunst der späten Stunde, um mit einem besonderen Stück zu glänzen. Ist euch klar, dass dieser Tisch ein Schweizer Reimport ist? Nein. Ja, hast du bestimmt schon 100-mal erzählt. Familienvariante, ausklappbar. Prost, auf diesen Sinne. Prost. Auf den Tisch. Auf den Tisch.